Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für die kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Zwilling. Wow, Zwilling, was für eine Energie, muss ich dir schon sagen, ne? Also, du hast irgendwie, also mein Gefühl gerade, die Synchronisierung mit Sternzeichen Löwe. Ja, so etwas könnte hier sein. Also, schaue bitte jetzt hinter dem Deck hast du neunte Stäbe. Neunte Stäbe ist eine Karte, die für mich auch mit vorsichtig zu tun hat. Also sei vorsichtig, jetzt kommende Woche in eine bestimmte Situation bei dir, mit einer Person oder wie auch immer. Weil hier zeigt sich eine Situation für dich, die du schon kennst und die sich wiederholen möchte. Die Legung kann sich für die Crosswatchers auch spiegeln. Also die Karte neunte Stäbe, nochmals, Zwilling, für mich ist eine Karte, die sagt, sei vorsichtig. Das ist für mich diese Energie. Vielleicht siehst du auch oft das, die Nummer 911, ja, 911. Also, diese Nummer sprichst du vorsichtig. Also, ich wiederhole mich irgendwie jetzt hier, weil ich denke auch an diese Energie, die bei dir jetzt auf dem Tisch ist, ja. Also, das hier sprichst du über eine Situation, die sich bei dir ständig wiederholt, die du kennst. Ich rede hier über mehrere Verletzungen, also ich rede tatsächlich über Verletzungen hier, oft das in der Zeit. Und irgendwie, du weißt das, wir können hier über egal was. Ich spüre hier zu viel Feuer in deiner Energie, vielleicht zu viel Feuer. Ja? Sternzeichen Wassermann zeigt sich gerade hier mit der Karte des Sterns. Aber ich spüre hier schon eigentlich eine Reinigung in der Energie, einen Loslassen. Aber neun der Stäbe. Schau bitte jetzt, Zwilling, die Energie bei dir lässt mich gerade, bringt mich am Nachdenken, ja? Denn schau bitte die Energie, die du hier hast, damit du verstehst, warum ich mich so fühle, ja? Du hast hier die Nummer, fünfte Stäbe, zehnte Stäbe, zehnte Schwerter. Fünfte Stäbe, zehnte Schwerter und neunte Stäbe auf dem Tisch. Wir reden eigentlich bei dir, reden wir hier schon mittlerweile über einen Zyklus. Einen Zyklus, und interessant auf diesem Würfel hier ist Nummer 10 und Sternzeichen Krebs. Sternzeichen Krebs zeigt sich auch, die Nummer 10. Aber die Nummer 10 zeigt sich bei dir dreimal. Die Nummer 10, 10, 10. Wir reden über Veränderungen. Überhaupt, wir reden hier über eine Ende. Eine Ende. Warum? Weil. Schau, ich habe hier fünfte Stäbe, das spricht ja schon von vornherein über Konflikten. Aber Konflikten, die du schon hattest, weil diese fünfte Stäbe ist in dieser Position. Konflikten mit anderen, Eifersucht, Neid,
dass es spricht hier, ich habe hier Enttäuschungen, Erniedrigungen, Opferung. Also ich kann hier über alles reden und nichts Gutes. Ja, über alles kann ich hier reden und nichts Gutes. Denn wir können, wie gesagt, hier reden wir über alles. Alles, was man schon erlebt hat mit einer bestimmten Person in einer Situation, das ist jetzt auch sogar lang in der Zeit mittlerweile. Und wir reden hier schon über eine Wiederholung, sogar mehrere Beteiligten. Für eine Gruppe kann ich sogar hier den Fall haben, dass man in einer Beziehung ist oder ich bin in einer Beziehung und das habe ich mit meinem Ehemann. Ja, zum Beispiel. Es kommt darauf an, wie die Situationen so sind. Ich bin aber in keiner Beziehung, aber ich habe mit einer Person zu tun, die irgendwie. Hier gibt es einfach, ich würde sogar sagen, viele Menschen, mit diesen fünften Stäben kann ich hier mehrere Beteiligten haben in dieser Situation, kann von mir aus ein Freundeskreis sein, da wo ich meine Leidenschaft habe, Fitnessstudio, ja tatsächlich, also egal wo, Familie, Fitnessstudio, einen anderen Ort, wo ich Menschen so treffe, es gibt hier Neid, Eifersucht und alles, was man damit zu tun, was damit zu tun hatte. Warte mal kurz, Zwilling. Es gibt sehr viel Neid hier, Zwilling. Ja, wenn ich dir das sage, sage ich dir das nicht jetzt, um irgendwas zu bewirken hier. Habe ich nicht nötig, ja. Wenn ich dir sage, dass wir hier extrem viel Neid haben. Und das ist nicht gut für dich. Ja? Das ist, was ich meine. Dass es Neid oder Eifersucht gibt, das wissen wir ja, weil das ist ständig da und das muss uns nicht beeinflussen. Ja? Aber die Sache ist, die Energie, die ich hier habe, ist nicht gut für dich, weil das kann eine Person sogar krank machen, wenn man zu oft, zu lang mit solchen Menschen zu tun hat. Kann eine Person sogar krank machen. Ja? Das ist die Energie, die ich hier spüre. Ich sehe hier einfach einen Treubruch, eine Enttäuschung, ein Ende, einen Schluss mit dem, was es gab. Und so ungefähr, ich habe es satt. Das ist das Gefühl hier. Ich habe es satt. Aber Zwilling, warte mal kurz. Wir hatten bei dir schon oft dass diese Zenderschwerter. Diesen Zenderschwerter hier hatten wir für dich, glaube ich, vorherige Woche gehabt oder sonst die Woche davor. Aber das ist keine Karte, die jetzt neu da ist. Diese Karte war schon da bei dir. Ja? Klar, die Energie verändert sich nicht von heute, von jetzt auf gleich. Also eine Energie nimmt Zeit für die Veränderung, ja? Und das ist, was ich bei dir habe. Weil die Energie ist immer noch da. Der Herrscher steht hier. Der Herrscher steht Zeichen wieder. Ritter der Münzen. Wow. Der König der Münzen. Also du hast hier eine Person, die viel Zeit braucht oder sich viel Zeit nimmt für eine Situation. Der König der Münzen, der Ritter der Münzen. Ich sehe eine Person, die sehr langsam hier ist, ja. Du hast hier den Herrscher, das ist ein Chef, eine Chefin, eine Person, die selbstständig ist, meinen Ehemann, meine Ehefrau. Eine Person zeigt sich hier als der Herrscher und dann schau mal bitte, was ich hier habe. Zwilling. Hier ist nämlich der Herrscher, Ass der Kelchen und Königin der Kelchen. Wasserelement. Sternzeichen Krebs ist bei dir sehr stark. Also Sternzeichen Krebs hast du auch auf diesen Würfel, ja. Wasserelement zeigt sich hier. In der Mitte einen Ass der Kelchen. Ich sehe hier, also diese Kombination, die Kombination hier spricht über die Liebe. Ich kann hier natürlich auch eine neue Möglichkeit, eine neue Situation, die sich hier anbietet, mit einer Person.
Ich meine, erste Kirchen spricht darüber, eine neue Situation hier. Aber, uff, zehn der Schwerter. Warum? Diesen Herrscher hier, das Gefühl wäre, diesen Herrscher entweder hat noch sehr viel Verantwortung oder ist in einer Beziehung, hat noch mit einem Ex zu tun oder so eine Sache, weil der Herrscher, siebente Schwerter und fünfte Stäbe, diese Person ist nicht so ganz allein, ja? Wenn ich allein bin und für mich entscheiden kann, habe ich diese Energie nicht. So einfach wie das, ja? Also deswegen ist das so. Also wenn ich frei bin, ohne Verantwortung oder wie gesagt, oder ich kann für mich entscheiden, selbst entscheiden, ich habe diese Energie nicht. Klar kann auch über eine Person reden, die sehr viel arbeitet, aber das spricht für das hier. Ja, schon, aber mit diesen sieben Schwertern hier sehe ich was anderes. Ich sehe eine Person, die nochmals in einer Beziehung ist irgendwie. Und das ist der Grund, warum du in der Mitte, Zwilling, vierte Kerlchen hast. Du hast in der Mitte vierte Kerlchen. Vierte Kerlchen, schaue dir die Illustration an von dieser Karte. Diese Person ist nicht zufrieden. Diese Person sagt schon wieder das Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Diese Karte kommt oft das momentan bei Sternzeichen Fische kam sehr oft und bei Sternzeichen Widder tatsächlich auch. Ja, die Legungen können sich immer wieder spiegeln. Diese Karte sagt tatsächlich, sprichst du über eine unerwiderte Liebe? Unerwiderte Liebe, aber es spricht auch über ja, das Gefühl von, ich bekomme immer wieder das Gleiche. Ja, also es ist immer wieder das Gleiche. Zum Beispiel, was ist immer wieder das Gleiche? Eine Person, die verheiratet ist und mit mir irgendetwas möchte, aber noch in einer Verbindung ist, zum Beispiel. Oder eine Person, die mit dem Ex so viel zu tun hat noch. Und ich muss diese Situation einfach so akzeptieren. Tja, das akzeptiert nicht jeder. Ja, es gibt manche Verhältnisse, Ex mit Ex, das nicht mal normal ist. Ja, eigentlich die Frage wäre, warum hat man sich scheiden lassen oder getrennt? Das Gefühl wäre so ungefähr, so kann ich mich frei bewegen. Ja, trotzdem habe ich diese Tür noch da offen mit meinem Ex. Sollte was passieren, sollte irgendwo was nicht klappen, habe ich die Tür mit meinem Ex noch offen. Kann ich immer wieder zurück. Sollte was sein, ja. Nee, aber das ist nicht, denn das läuft nicht. Das läuft nicht, das ist Fakt und das wird nicht laufen. Ich meine, jetzt, wenn man was Neues auch anfangen möchte oder die Liebe kommt, also es wird nicht gehen, wenn ich mit meinem Ex noch was offen habe. Wie gesagt, ja. Ja, also das kann in manchen Fällen nur für, wie gesagt, interessant ist diese Karte, die ich hier habe, Zwilling. Diese Karte sagt, befreie dich, ne? Ja, ich meine, mit dieser Energie sage ich dir auch, befreie dich. Befreie dich. Natürlich, mit dieser Energie hier. Und dann hast du hier die Karte der Seelenpartner und religiöse Faktoren. Wir sehen hier eine karmische Situation. Das ist eine karmische Situation. Das hat irgendein Sternzeichen genauso wie du jetzt bekommen. Wir reden hier über eine toxische karmische Situation. Das kannst du mir glauben. Und hier steht auch, lasse los. Lasse los. Also, irgendeine Sache hier musst du loslassen, egal wie du sagst, ja, aber diese Anziehung. Befreie dich. Die Anziehung kontrollierst du. Kannst du gut kontrollieren. Wir sind ja keine Sklavinnen von niemand, oder? Ich bin keine Sklavin von meinen Gedanken, auch keine Sklavin von niemand. Ich kontrolliere mich schon. Ja, so viel muss ich können. Ja. Sternzeichen Krebs.
diese Manipulation hier. Die Verbindung mit Löwe, Sternzeichen Löwe gerade ist sehr stark, weil da ist auch Sternzeichen Krebs. Also ich meine jetzt, es gibt hier eine interessante Verbindung gerade zwischen Sternzeichen Löwe, Zwilling und Krebs. Und du hast zweimal die Karte Manipulation auf dem Tisch. Eine Person ist hier natürlich verheiratet. Und einen Ex und eine neue Person, ja. Schau mal jetzt, Zwilling, du hast zweimal die Karte Manipulation. Zweimal die Karte Manipulation. Ja. Und auch hier auf eine von den Karten steht, du kennst ihn wegen der Arbeit. Also du kennst sie oder ihn, also du kennst ihn oder sie wegen der Arbeit. Manipulation. Mit siebente Schwerter kommt diese Karte. Das ist eine Energie, die ich gar nicht mag. Siebente Schwerter und die Maske. Eine Person trägt hier eine Maske. Eine Person hat bestimmte Absichten hier. Aber kann man nicht ernst nehmen, diese Person. Diese Person kann dir ein Gesicht machen und hinter deinen Rücken ein anderes Gesicht. Also ich sehe hier eine Energie, die nicht zu vertrauen ist. Eine Person, die sogar psychisch, also irgendwie nicht in Ordnung ist. Eine Person zeigt sich hier mit dieser Beschreibung. Ja? Ich habe psychische Probleme. Also es gibt hier eine, und wenn ich dir das so sage, Zwilling, vielleicht musste dir aber sowas was sagen, weil das ist eine Person, die nochmals vorsichtig mit dieser Energie. Das ist genau das, was ich dir vorher gesagt habe. Vorsichtig mit einer Person. Vorsichtig, das ist die gleiche Energie. Ja? Gegen Manipulation hast du in der Mitte der Legung Manipulation. Manipulation hier mit diesen ganzen Eifersucht und so weiter. Und ja, diese Karte von mir steht, kommt oft das, sehr oft sogar. Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind. Ich kann hier die Krankheit Krebs haben. Ich kann aber auch hier, ja, die Krankheit Krebs. Ich kann hier auch mit Suchtverhalten zu tun haben. Zum Beispiel eine Person, Zwilling, die sehr viel raucht, aber ich würde sagen, Drogen raucht auch, ja. Ich könnte hier schon mit Drogen zu tun haben. Also, ich weiß nicht, was das so genau für eine bestimmte Gruppe jetzt das hier ist, aber ich sage einfach, was ich sehe. Ich könnte hier mit einer Gruppe zu tun haben, die, und das, und hier reden wir über Drogen, ja. Ja. Und auch Sternzeichen Krebs oder das Wort Krebs muss dir was sagen. Also Zwilling, es gibt hier eine Ende. Eine Ende, ich weiß nicht wie, wo, was das jetzt für dich ist. Aber Zehnte Schwerter und den Satz, bereit für eine neue Welt. Und übrigens, warte mal kurz, so heißt die Legung für August. Ich glaube, Sternzeichen Krebs, du glaubst es nicht. Ich glaube. Aber wenn du in Resonanz damit kommst, dann wirst du das selber sehen, schauen. Also hier, bereit für eine neue Welt und Zehnte Schwerter. Also Zehnte Schwerter sprichst du über ein Ende. Schlussende. Wo bei dir? Es kann die Arbeit sein, es kann eine Person, die Familie, Freundeskreis, da wo du denkst, weil deine Situation ist nicht die gleiche Situation wie bei mir. Von da aus, diese Zehnte Schwerter für dich ist anders als für mich. Und die Energie sagt dir tatsächlich, befreie dich von dieser bestimmten Situation hier und bereite dich für was Neues. Natürlich. Natürlich. Ich spüre hier eine Energie bei dir, die langsam ist, aber sicher. Zwilling, ich sehe ein Erdelement, Stier, Steinbock, Jungfrau. Diese Person, die ich hier habe, ist langsam, aber sicher. Und das sagt nämlich diese Karte auch. Sei geduldig, langsam, aber sicher. Blick ins Innere. Also Zwilling, deine Antworten hast du in dir. Hast du bereits in dir.
Ja, deine Antworten. Und dann die Karte, diese Karte, auf dieser Karte steht, für meine Karriere brauche ich Know-how in Wirtschaft und Touristik. Wir können hier für dich auch mit Arbeit zu tun haben. Dass du und dass diese Situation mit Manipulation, das und jenes durch die Arbeit kommt. Dass du eine Situation beendest und bereits dich für was Neues vorbereitest, ja. Das ist das Gefühl hier sehr, sehr stark. Ich kann hier, wie gesagt, Arbeit sehen mit den Herrscher und diese ganzen Karten, aber ich könnte auch hier eine familiäre Situation haben, Freundeskreis, wie gesagt, da wo du denkst, wo du diese Situation hast. Ich sehe hier vier Stäbe und eine Person mit einem Verlobungsring. Die Person, die da ist, trägt einen Verlobungsring, ist verheiratet. Eine Person ist verheiratet hier. Und die Karte, du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Ja. Sternzeichen Skorpion. Ja, also man sieht hier diesen Ex und neue Person. Ich sehe hier eine Person, die noch einen Verlobungsring trägt. Und ich sehe hier ein Ende in einer Situation und Zwilling. Der Satz für dich ist, bist du bereit für eine neue Welt? Und ich denke schon, oder? Mit dieser Energie musst du schon bereit sein. Es gibt hier, bei Sternzeichen Stier hatte ich auch vorherige Woche, hieß bei ihm, bei Sternzeichen Stier, eine neue Geburt. Eine neue Geburt. Und das ist, was bei dir da ist. Schluss mit Manipulationen. Schon wieder? Die Karte der Mond. Sternzeichen Fische, Krebs. Die Karte der Mond nochmals. Die Zweifel sind da, aber der Mond und der Stern, die Welt. Du bist in einem Zyklus, ja? Das ist ja stark hier. Und alle Karten auf dem Kopf, oder? Ja, die Karte, die Welt nochmals. Also, Zwilling, du hast zweimal die Karte, die Welt bei dir hier in diese. Die Karte, die Welt, einmal auf dem Kopf, einmal gerade. Also ich sehe hier einen Zyklus. Deine Energie eigentlich ist sehr deutlich. Sehr sogar. Denn die Energie will uns sagen, in wenigen Worten, was weißt du, was die Energie uns sagen möchte? Befreie dich. Du weißt schon, wo du dich befreien sollst. Du weißt das schon. Du weißt das schon. Ich brauche dir nicht viel das zu sagen. Du weißt schon. Was das ist, hier, wo du dich befreien sollst, das weißt du ganz genau. Also mach das. Weil hier gibt es einen Zyklus eigentlich, der schon bereits abgeschlossen sein sollte. Die Karte der Turm auch auf dem Kopf. Also irgendwie, es gibt eine Art von Kampf hier. Tatsächlich, der Kampf ist ja da. So ungefähr, ich muss hier einen Zyklus schließen, aber irgendwie, die Karte der Turm zeigt auch einen Eigentum. Einen Eigentum, ein Gebäude, ein Haus. Ja? Und die Karte der Mond, die Karte der Sterne. Du hast wichtige Karten hier auf dem Kopf auch. Und irgendwie spürt man hier eine Situation nochmals, die sich ständig wiederholt. Fast eine Opferung ist das hier. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Eine Art von Opferung oder. Manipulation, nochmals eine ja, Opferung, Erniedrigung oder wie auch immer. Und die Energie sagt einfach, befreie dich. Befreie dich. Zwilling, befreie dich. Vorsichtig mit Manipulationen, die nochmals sogar bei mir zu Hause sein können. Also diese Menschen können von der Familie sein, ja.
Die Energie sagt, deine Kinder werden von Engeln beschützt. Deine Kinder, die Kinder von hier und die Kinder im Himmel, ja, werden von Engeln beschützt. Also mache dir, du hast nicht falsch gemacht. Vergebe dir, du hast nicht falsch gemacht. Deine Kinder werden von Engeln beschützt, ja. Befreie dich von einer toxischen, karmischen Situation, egal wie die Anziehung ist, egal wie diese, wie auch immer, ob Zwillingsflamme oder Seelenpartner, egal. Wenn die Situation sich wie einen Kampf fühlt, muss man sich befreien. Es ist nicht die richtige Zeit, jetzt gerade mit dieser Person, befreie dich. Zwilling, du siehst die Energie für kommende Woche, wie die aussieht, ja. Also eigentlich bist du in einem Zyklus. Du bist da drin, du bist drin. Du bist da drin. Und die Energie sagt dir das nämlich auch. Beende diese Situation. Beende diese Situation, sobald du diese Situation beendest, egal was das für dich heißt, ja, weil das kann so vieles heißen. In manchen Fällen sagst du, aber was sagst du da? Ich bin in keine, eigentlich keine Situation. Ja, aber du klammerst in manchen Fällen in eine Komfortzone oder du klammerst hier in diesem Haus. Du klammerst sehr stark, weil das zeigt sich ein Haus, ein Gebäude. Das kann zum Beispiel auch eine toxische Situation sein. Wenn ich in einem Komfortzone, in meine Komfortzone zu klammer, ja, ich möchte nicht loslassen, das ist auch toxisch, natürlich. Deswegen, das kann mich sogar krank machen. Deswegen die Energie sagt, befreie dich und bereite dich vor. Ja, befreie dich und bereite dich für was Neues vor. Zwilling, in manchen Fällen, diese Situation wirst du kommende Woche jetzt haben mit einer Person. Eine Person, die nochmals mit dir dich manipulieren möchte. Ist ja die Manipulation hier. Ja? Und das ist ein Ende. Das ist, was die Energie sagt. Das ist hier ein Ende. Ja? Zwilling, das ist ein Ende hier mit einer Manipulation. Ich meine. Das ist Ende und bereite dich für was Neues jetzt, Zwilling. Zwilling, ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Dankeschön und wir sehen uns bald. Bis bald. Tschüss, Zwilling.